Hi. Ganz eine kurze Story. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs und habe ja jemanden betreut. Dieser jemand, ich darf eh über ihn schreiben und überhaupt so über ihn berichten und alles, aber ich mag mich da noch ein bisschen zurückhalten. Ist einfach so, dass er im Rollstuhl sitzt und er war wahnsinnig mobil und aktiv ist. Er ist schon seit 35 Jahren im Rollstuhl und ich habe mir fest vorgenommen, ich will auch ein Interview mit ihm machen, weil der hat wirklich was zu erzählen und mit seiner Geschichte kann er auch wirklich Menschen berühren und motivieren und ja, so, ich sag immer, ich weiß nicht, wer wen betreut. Und kann echt einiges von ihm lernen. Und ich glaube, es ist so ein Austausch beiderseitiges bei uns. Bei wem ist es das nicht, wenn man es anerkennt? Ja, auf jeden Fall ganz kurze Story. Wir sind heute eine lange, lange Strecke mit dem Auto gefahren. Und ja, er ist auch so, er will das unbedingt. Er will alles, was in seiner Kraft, in seiner Macht steht, das möchte er auch machen. Also er setzt sich null auf die faule Haut und entsprechend hat er auch einen umgebauten Bus. Er ist auch wahnsinnig abenteuerlustig und erlebnis, ja, freudig, sag ich mal. Und ja, also er hat einen umgebauten Bus für sich und wollte heute auch den ersten Teil der Strecke wieder selber fahren. Ja, und dann gab es einfach wieder so einen kleinen Zwischenfall, sag ich mal, wo einfach irgendwie was nicht so ganz gelaufen ist, wie er das wollte und wo ich auch echt ein bisschen so verärgert war irgendwie, wie er sich verhalten hat und waren wir, glaube ich, beide so ein bisschen verärgert und hatten auch Mitfahrer dabei und naja, ich habe mich dann zurückgezogen und ich habe für mich wieder so Ho'oponopono gemacht, wenn ich damit gut klarkomme und alles so bei mir reinige. Ja, gut, aber es ist natürlich die Frage, wie er damit umgeht und naja, wie ich ihn jetzt so kenne, ist er ein bisschen in dieser Stimmung drin geblieben und ist halt auch einfach immer und immer weiter Auto gefahren und ich habe dann halt auch schon mal gesagt, hey, wir können auch schon tauschen und bla und blub und ja, mir geht's darum, und so heißt auch der Beitrag, mal vom Gas gehen. Also, ich hatte schon wieder so das Gefühl, dass es eigentlich gut wäre, wenn wir wieder tauschen und dass er echt so super lange Strecke gefahren ist und so super viel gegeben hat und dass er sich jetzt wieder zurücklehnen darf und empfangen darf, so, ne? Und einfach sich ausruhen darf und auch belohnen darf, so. Für das, was er wieder geschafft hat. Und ja, das ist für mich irgendwie ein Sinnbild für sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die ich so wahrnehmen durfte in meiner Vergangenheit und auch jetzt immer wieder begegnen darf. Dieses irgendwie sich nicht erlauben, mal zurückzulehnen und sich auszuruhen und zu belohnen für alles, was man schon geschafft hat und gemacht hat. Und auch gestern die Begegnung mit Menschen. Wir waren im Museum. Und haben da eine Familie getroffen und ja, einen auch recht erfolgreichen BWLer, sag ich mal. Der hat früher eben sich für BWL studiert, entschieden, das zu studieren und ist dann in diese Richtung gegangen und war viel in der Wirtschaft aktiv und dann jetzt auch Selbstständigkeit und bla und blub. Und boah, hat erzählt, ja, der hatte auch ein paar Depressionen. Gleich ein paar. Krass, und war dann mal 9 Wochen auf Reha oder. Und dass ihm immer und immer wieder schwerfällt, sich ein bisschen zu bremsen, zu zügeln, halt vom Gas zu gehen. Und was ich jetzt eigentlich noch erzählen will, das ist so krass verrückt. Aber ich habe das selber oft erlebt und habe auch ein paar Stories auf meinem anderen Blog geteilt und ich suche eins auf jeden Fall mal raus. Es geht ganz stark darum, das zu beobachten, wirklich wahrzunehmen, offen dafür zu sein, so achtsam zu sein. Und zwar geht es darum, dass wir haben einfach Grenzen, ne? Wir sind Menschen. Und ja, wenn wir einfach nicht